Hallo zusammen, heute ist ja wieder mal angenehmes Wetter. Gestern, vorgestern war es richtig heiß. Und wir haben heute nicht nur Kühlcontainer hier, sondern auch drei Kühlanhänger, die kamen zur Reparatur. Eigentlich nicht zur Reparatur, meistens ist nur hier unten der Wärmetauscher zu. Den zeige ich euch auch am normalen Kühlschrank. Hier seht ihr unsere zwei, also wir haben etwa 8 Stück, ne 9. Sorry, kleinen Kühlanhänger zum Mieten für 120 Franken kann man so einen Kühlanhänger mieten fürs ganze Wochenende. Und das Wichtigste ist, ihr könnt den ohne Führerausweis fahren für den Anhänger. Das heißt, normaler PKW könnt ihr, wenn ihr einen B-Führerausweis habt, das heißt die Prüfung gemacht nach 2002, dann dürft ihr eigentlich keine Anhänger fahren. Und diesen könnt ihr fahren, weil er nur ein Gesamtgewicht von 750 Kilo hat. Aber auch hier Wärmetauscher immer wieder putzen. Hier habe ich zwei Kühlaggregate und hier sitzt der Wärmetauscher. Jeder Kühlschrank hat sowas oder einen großen an der Rückwand. Wenn hier keine Luft mehr durchgeht, verstickt euch der Kühlschrank. Also den immer putzen. Ob das sowas ist oder eine gewerbliche Kühlung, immer einmal im Jahr diesen Wärmetauscher putzen. Mit Druckluft rausblasen, mit dem Staubsauger, mit dem Pinsel oder einer Bürste. Einfach hier bürsten, immer der Lamellen entlang, nicht hier zudrücken. Auch hier habe ich einen Wärmetauscher hier drin mit dem Ventilator. Hier war jetzt der Filter kaputt oder zu, haben wir ersetzt. Kein Thema, vielleicht mache ich ein Video drüber. Aber auch dieser Wärmetauscher einmal im Jahr durchputzen. Auch hier habe ich einen Kühlschrank. Hier dieser Wärmetauscher immer schön putzen. Das ist ein WEMO 106F. Dieser 106F ist ein Kühlschrank ohne Eisfach. Der vereist hier hinten wie ein Eisfach und dann geht das Wasser hier in diese Tropfschale. Auch hier habe ich einen Transportkühler, der steht jetzt hier auf Rädern, der wird hinten in ein Auto reingestellt, aber auch hier einmal im Jahr putzen. Wir können den aufmachen, hier gehen Eurokisten rein, das Teil ist, keine Ahnung, sieht man nicht mehr auf dem Küchenschild. Und auch hier hinten unter diesem Gitter hat es so einen Lüfter. Und den muss man regelmäßig einmal im Jahr rausputzen. Auch hier habe ich einen Kühlanhänger, einen Humbauer, vorne mit Generator und obendran sitzt das Kühlaggregat. Auch dieser Wärmetauscher war hier richtig zu. Jetzt tropft er noch. Wir haben den mit dem Hochdruckreiniger rausgeblasen. Aber da zeige ich euch noch was. Der Kunde sagt, das Teil hat zu wenig Leistung. Also dieser sitzt eigentlich hier. Aber ihr seht, wie der Kompressor angeschraubt ist. Der ist lose hier drin. Die Schrauben liegen hier unten. Und die waren mit zwei Schrauben angemacht. Hier hat jemand mal den Kompressor ersetzt, jetzt Wärmetauscher gewaschen, den Kompressor anschrauben und ich vermute nach dem ersten Probelauf, dass hier zu viel Kältemittel ist, weil der Kompressor hier wurde kalt und über diesen Druckschalter schaltet der Kompressor dann aus, geht einen Moment, bis er abgekühlt hat. Und dann startet er wieder. Aber die Kühlleistung ist natürlich durch das zu gering. Aber eben, hier Kompressor, wenn man schon wechselt, original war er hier befestigt, dann bitte anschrauben. Also wenn euer Kühlgerät nicht funktioniert, ob das gewerblich ist, oder ein Kühlanhänger, oder ein Kühlcontainer, oder einfach ein großer Kühlschrank,
schaut, ob euer Wärmetauscher sauber ist, weil wenn der nicht sauber ist oder der Ventilator nicht dreht, bringt das Gerät die Wärme nicht weg, es braucht mehr Strom, der kostet ja auch mittlerweile viel, geht ins Geld, wenn dieser Wärmetauscher nicht sauber ist. Das ist bei 12 Volt Geräten die Störungsursache Nummer 2. Die Störungsursache Nummer 1 ist mangelhafte Stromversorgung. Und da mache ich euch hier einen Link. Hatte ich einen Azubi, einen Auszubildenden oder einen Stift, das ist eine kopflose Niete in der Schweiz. Der war hier und mit dem erkläre ich euch den Spannungsabfall. Also wenn euer Kühlschrank zu viel Strom braucht, nicht genügend leistet, Wärmetauscher putzen und schaut das Video mit Max. Ich wünsche euch einen schönen Tag.